Habt ihr die Nazi-Anspielungen in Der König der Löwen entdeckt? Oder die 2001-Hommage in Wall-E? Bowie in Moana? Das sind nur einige der vielen Dinge, die nur Erwachsenen an Zeichentrickbösewichten auffallen. Die Cartoon Network-Serie The Powerpuff Girls ist vielleicht die niedlichste Interpretation von Superhelden überhaupt. In der 1998 erstmals ausgestrahlten Serie sind Blossom, Bubbles und Buttercup Kinder im Kindergartenalter, die als Superheldinnen ihre Stadt beschützen. Die Mädchen treten gegen eine ganze Reihe von Bösewichten an, die oft genauso niedlich gezeichnet sind wie die Heldinnen, von Prinzessin Morbucks bis Mojo Jojo. Aber inmitten all dieser Niedlichkeit befindet sich eine beunruhigende Anomalie, die als seine höllische Majestät oder einfach als er bekannt ist. Diese seltsame rote Kreatur hat eine sanfte, verführerische Stimme, hornartige Ohren, einen Ziegenbart und oberschenkelhohe Stiefel, die aussehen wie Hufe. Und sein Ziel ist nicht die Weltherrschaft, sondern die unschuldige Natur der Powerpuff Girls zu verderben. Mit anderen Worten, es ist Satan. Nicht gerade das, was man normalerweise von einem Zeichentrickfilm für Kinder erwartet. Dr. Heinz Doofenschmerz ist der Hauptbösewicht der Serie Phineas und Ferb, die ab 2007 ausgestrahlt wurde. Als klassischer verrückter Wissenschaftler mit erstaunlichem schöpferischem Talent und Ideenreichtum ist es Doofenschmerz sehnlichster Wunsch, das Dreiländereck zu erobern. Doofenschmerz hat nicht viele Freunde oder Verwandte, aber er hängt sehr an seiner Tochter Vanessa. Man sieht ihn oft, wie er sich um sie sorgt und sie aus Schwierigkeiten rettet. Und im Finale der Serie gibt er ihr zuliebe sogar auf, böse zu sein. All das macht Doofenschmerz zu einem der besten Elternteile in der gesamten Geschichte der Zeichentrickserie, obwohl er als fieser Bösewicht angesehen wird. Tatsächlich ist Doofenschmerz ein weitaus besserer Elternteil als die Eltern von Phineas und Ferb. In jeder Folge der Serie stürzen sich die Jungs in ein wahnwitziges Abenteuer, ohne dass ein Erwachsener sie davon abhalten könnte, Achterbahnen zu bauen, mit Zeitreisen herumzuspielen, Riesenroboter zu konstruieren oder zwischen den Dimensionen zu reisen. Seien wir mal ehrlich. Das Verhalten der Eltern von Phineas und Ferb grenzt an Vernachlässigung. Vor allem im Vergleich zu dem, was Doofenschmerz tut, um Vanessa zu schützen. Disney-Märchen neigen dazu, sich von Unzüchtigkeiten fernzuhalten, da sie ihr sehr junges Publikum zu beachten haben. Die meisten Disney-Bösewichte werden von jugendfreien Impulsen angetrieben, wie dem Wunsch nach Macht, Magie oder Reichtum. Nicht so Richter Frollo, dem Bösewicht in Der Glöckner von Notre Dame von 1996. Frollo war in jeglicher Hinsicht verdorben. Für einen Mann des Gesetzes wurde Frollo befremdlicherweise von gewissen Leidenschaften heimgesucht, die beim Anblick der schönen Esmeralda in seinem Schoß erwachten. Frollo singt sogar ein ganzes Lied, Feuer der Hölle, darüber, wie heiß er auf Esmeralda ist, dass seine Gefühle ihre Schuld sind und dass er nicht eher ruhen wird, bis er bei ihr ist, ob sie nun auf ihn steht oder nicht. Es ist äußerst beunruhigend, einer Disney-Figur dabei zuzusehen, wie sie über ihren Wunsch singt, die Heldin zu missbrauchen. Wie dieser Film ein G-Rating bekommen hat, ist und bleibt für alle ein Rätsel. Sid Phillips aus dem 1995er Toy Story-Film war ein furchteinflößender Bösewicht, obwohl er nur ein 11-jähriges Kind war. Das lag daran, dass Sid es genoss, Spielzeuge zu zerlegen und sie auf groteske, grausame Weise wieder zusammenzusetzen. Die offensichtliche Freude, die Sid daran hat, schöne kleine Spielzeuge zu verstümmeln, würde bei jedem Psychiater und auch beim Jugendamt die Alarmglocken schrillen lassen. Sid zeigt die klassischen Anzeichen eines Kindes, das vernachlässigt und misshandelt wurde. Im Film bekommen wir einen kurzen Blick auf Sids Vater, der auf einem Lehnstuhl schläft. Ein Hirschkopf an der Wand deutet an, dass Mr. Phillips anderen gerne Gewalt zufügt. Die Tatsache, dass er mitten am Tag schläft, zeigt, dass er wahrscheinlich arbeitslos ist. Und die vielen leeren Bierdosen, die im Zimmer herumliegen, deuten wahrscheinlich auf einen Alkoholiker hin, der sich nicht um seine Umgebung kümmert. All diese Anzeichen, sowie Sids Angst, seinen Vater aufzuwecken, deuten darauf hin, dass der Haushalt der Phillips nicht gerade vor Glück strotzt. Wie viel von Sids sadistischen Impulsen auf seinen Vater zurückzuführen ist, mag fraglich sein, aber so viel ist klar. Der Junge sucht ein Ventil für seine Wut, indem er Spielzeug zerstört. Disney bedient sich bei der Erschaffung seiner Zeichentrickfiguren oft an Ikonen der Popkultur. So auch 2016 in Moana mit Tamatoa, einer riesigen, extravaganten Krabbe, die nach glänzenden, wertvollen Gegenständen giert. Bei älteren Zuschauern könnte Tamatoas Aussehen Erinnerungen an den ikonischen Glamrock-Sänger und Songwriter David Bowie wecken. Und das ist kein Zufall. Das Aussehen von Tamatoa basiert in der Tat auf Bowie. Und die große Musical-Nummer Shiny wurde in Gedenken an Bowie geschrieben, wie der Songschreiber des Films Lin-Manuel Miranda 2016 gegenüber People erklärte. Ich habe Bowie in Dauerschleife gehört. Ich dachte mir, ich schreibe einen Glamrock-Song für diese juwelenverkrustete Krabbe.
Um den Geist von Bowie noch mehr zu verkörpern, wurde Tamatoa von dem Neuseeländer Jermaine Clement gesprochen, der dafür bekannt ist, Bowie in Projekten wie Flight of the Conchords glaubwürdig zu verkörpern. Clement sagte gegenüber The AU Review: Als ich versuchte, Shiny mit der Stimme der Figur aufzunehmen, drängte Miranda immer wieder auf die Bowie-Sache. Mehr Bowie. Er wollte Glam. Wie ein T-Rex Bowie. Ursula aus Ariel die Meerjungfrau aus dem Jahr 1998 ist so ausgelassen und dramatisch, wie ein Disney-Bösewicht nur sein kann. Das macht Sinn, denn sie basiert auf einer ebenso ausgelassenen, dramatischen Drag Queen. Rob Minkoff, der Animateur von Ariel die Meerjungfrau, verriet in der Disney-Plus-Dokumentation Howard aus dem Jahr 2020, dass er eine ganze Reihe möglicher Entwürfe für die Figur Ursula hatte. Darunter auch einen, der auf der berühmten Drag Queen Divine basierte, die vor allem für ihre Rolle der Edna in Hairspray von 1988 bekannt ist. Als der Texter des Films, Howard Ashman, die Zeichnungen sah, war die Wahl klar. And that design was put on a board with a bunch of other designs, and then the day that Howard Ashman came in to look at the designs, he zeroed in on that one. Wahrlich göttliche Fügung. Der König der Löwen aus dem Jahr 1994 gilt allgemein als einer der besten Disney-Filme aller Zeiten. Obwohl es sich um eine Geschichte über sprechende Tiere handelt, war der Film thematisch sehr ausgereift, da er sich an den biblischen Geschichten von Josef, Moses, William Shakespeares Hamlet und auch an den berüchtigten Nazi-Propagandafilmen von Leni Riefenstahl orientierte. Im Lied »Seid bereit«, das vom Bösewicht Scar gesungen wird, sehen wir Hyänen, die in einem hochgradig reglementierten Stil an dem bösen Löwen vorbeimarschieren. Die Bewegungen der Hyänen und der Anblick ihrer Formationen orientieren sich an den Nazi-Propagandafilmen von Riefenstahl. Laut Entertainment Weekly stammt die Idee für den Song von einer Skizze des Mitarbeiters des Autorenteams, Jorgen Klubin, auf der Scar als Hitler dargestellt ist. Dies inspirierte die Regisseure zur Gestaltung der Seid-bereit-Sequenz, die zu einem der bekanntesten Teile des Films wurde. Pixar ist ein Studio, das sich dadurch auszeichnet, dass es Geschichten voller Herzlichkeit und Einfühlungsvermögen erzählt. Stanley Kubrick war als Filmemacher für seine spannenden, gefühlskalten Geschichten bekannt. Auf den ersten Blick scheint es keine großen Überschneidungen zu geben, aber der Film Wall-E aus dem Jahr 2008 brachte die beiden auf unerwartete Weise zusammen, und zwar durch die Vorstellung des Bösewichts. In Wall-E ist der zentrale Antagonist eine abtrünnige KI namens Otto, die die Kontrolle über ein Raumschiff hat, das die Menschheit in die entlegensten Winkel des Weltraums bringt. Das Aussehen und die Persönlichkeit von Otto basieren eindeutig auf dem bösartigen HAL 9000 aus Kubricks 2001 Odyssey im Weltraum. Aber das sind noch nicht alle Anspielungen. Eine Szene aus 2001, in der ein Affe lernt, mit Werkzeugen umzugehen, ist mit derselben Musik unterlegt wie die Szene in Wall-E, in der der Kapitän von Ottos Raumschiff endlich von seinem Stuhl aufsteht und dabei lernt, auf eigenen Füßen zu stehen, nachdem er so viele Jahre lang von Otto abhängig war. Der Disney-Film Chicken Little aus dem Jahr 2005 ist eine Geschichte, die über das Erwachsenwerden erzählt und einem wirklich ans Herz gegangen ist. Es geht darum, für seine Überzeugungen einzustehen und zu lernen, seine Kinder selbstständig werden zu lassen. Der Film war auch eine Hommage an einen der einflussreichsten und furchterregendsten Science-Fiction-Romane aller Zeiten, H.G. Wells' Meisterwerk Der Krieg der Welten aus dem Jahr 1897, in dem Außerirdische in furchterregenden Tripods landen. Glücklicherweise waren die Maschinen in Chicken Little viel harmloser als die, die in Krieg der Welten auftauchten. Im letzten Abschnitt des Films wird enthüllt, dass die Außerirdischen die Erde zunächst nur besuchten, um Eicheln zu sammeln, und später mit einer ganzen Armada zurückkehrten, weil sie dachten, dass einer der ihren von Erdbewohnern als Geisel gehalten wurde. Nachdem das Missverständnis aufgeklärt wurde, kehren die Außerirdischen friedlich zu ihrem Heimatplaneten zurück. Die Zeichentrickserie Tom und Jerry ist für mehrere Generationen von Kindern eine beliebte Nacherzählung der klassischen David gegen Goliath-Geschichte. In diesem Fall ist der große, dümmliche Kater Tom der böse Goliath, während der kleinere, schlagfertige Jerry der tapfere kleine David ist, der den Riesen mit seinem Verstand und seiner Willenskraft besiegt. Aber ist die Geschichte wirklich so einfach? Sobald man erwachsen wird und sich mit dem Kauf oder der Miete eines eigenen Hauses befassen muss, wird einem bewusst, was für ein großes Problem Ungeziefer wie Mäuse sein können, weshalb Haustiere wie Katzen eingesetzt werden, um Ungeziefer zu beseitigen und das Haus sicher zu halten. Wenn man die Situation einmal aus diesem Blickwinkel betrachtet, wird einem klar, dass Jerry der wahre Bösewicht der Serie war. Ein ungebetener Hausschädling, der im ganzen Haus sein Unwesen trieb und sich nahm, was er wollte. Währenddessen war Tom einfach das Haustier, das versuchte, das zu tun, wozu es abgerichtet wurde, nämlich das Haus von unerwünschten Nagetieren zu schützen. Sicher,
Tom war nach seinen Begegnungen mit Jerry immer ziemlich gefrustet. Aber stellt euch nur vor, wie sich Toms Besitzer gefühlt haben müssen. Also wenn ihr glaubt, dass Jerry der Gute ist, dann können wir alle sagen: Don't you believe it. Erwachsene Anspielungen in Zeichentrickserien, die sich eigentlich an Kinder richten, sind nichts Neues. Aber manchmal sind die Anspielungen so unverblümt, dass man sich über die Dreistigkeit der Autoren der Serie wundern muss. Ein Beispiel dafür ist der Auftritt von Roxy Rocket in The New Batman Adventures, die davon besessen war, flachgelegt zu werden. In der Folge Der ultimative Nervenkitzel lernen die Zuschauer Roxy kennen. Eine draufgängerische Stuntfrau, die sich einem kriminellen Leben zugewandt hat, um ihr Verlangen nach Aufregung zu befriedigen. In Roxys Kopf ist ihre Reaktion auf Gefahr einer Erregung ähnlich. Roxys bevorzugte Waffe ist eine riesige phallische Rakete und sie ist bald von Batman besessen. Im Laufe der Folge macht Roxy eine anzügliche Bemerkung nach der anderen und sagt zu Pinguin über Batman: Ich war die Beste, die er je hatte und ich liebe Männer mit Durchhaltevermögen. Aber die dreisteste Szene kommt am Ende. Als Roxy bei ihrem letzten gewagten Raubüberfall von Batman gestoppt wird, scheint sie in Ekstase zu sein. In Ich, einfach unverbesserlich aus dem Jahr 2010 hat man dem Bösewicht die Daumen gedrückt. Der kriminelle Gru war ein aufstrebender Superschurke, der davon träumte, den ultimativen Coup zu landen, um sich zu beweisen. So war er gezwungen, sich an die Bank des Bösen zu wenden, eine Organisation, die Kredite an Superschurken vergibt, die beweisen können, dass ihre Pläne böse genug sind. Der Eingang zur Bank ist jedoch hinter einem Pissoir versteckt. Aber das wirklich Heimtückische ist, dass sich der Eingang hinter dem mittleren Pissoir befindet. Wenn sie eine öffentliche Toilette aufsuchen, benutzen die meisten Menschen instinktiv das Pissoir links oder rechts, weil so die Gefahr, im Stehen neben jemandem pinkeln zu müssen, minimiert wird. Nur jemand, der wirklich böse und verdreht ist, würde freiwillig das mittlere Pissoir benutzen, wo er auf beiden Seiten von anderen flankiert werden könnte. Und genau mit dieser Art von hinterhältigem Geist würde die Bank des Bösen gerne Geschäfte machen. Die böse Königin aus dem 1937er Klassiker Schneewittchen und die sieben Zwerge ist vielleicht die kultigste Disney-Schurkin aller Zeiten. Sie wird oft als die Verkörperung des Bösen dargestellt, aber Erwachsene würden bei ihr wohl eher eine narzisstische Persönlichkeitsstörung diagnostizieren. NPS, auch als Größenwahn bezeichnet, ist eine psychische Störung, die von der American Psychiatric Association offiziell anerkannt wurde. Menschen, die an einer NPS leiden, haben ein übertriebenes Empfinden ihrer eigenen Wichtigkeit sowie ein tiefes Bedürfnis nach übermäßiger Aufmerksamkeit und Bewunderung. Dies wiederum führt dazu, dass die Betroffenen aufgrund mangelnden Einfühlungsvermögens Schwierigkeiten haben, Beziehungen zu pflegen. Das Tragische daran ist, dass NPS tatsächlich behandelbar ist. Aber die Menschen, die darunter leiden, haben eine so hohe Meinung von sich selbst, dass sie sich weigern anzuerkennen, dass sie ein Problem haben und eine Therapie erforderlich ist. Die böse Königin hätte ihre Zeit weitaus besser nutzen können, wenn sie aufgehört hätte, so sehr von Schneewittchen besessen zu sein und stattdessen einen Termin bei dem Zwerg namens Doc gemacht hätte. Schaut euch auch eines unserer neuesten Videos gleich hier an. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingsbösewichte. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, um kein einziges Video mehr zu verpassen.